auf 5.500 Quadratmeter Hallenfläche und einer Investition von über 2 Millionen Euro ist mit der Max Arena die größte Trampolinhalle im Großraum München entstanden. Nach dem Segen vom Pfarrer Werner Kienle gratulierten Landrat Christoph Göbel und Bürgermeister Maximilian Böltl zur Eröffnung dieser großartigen Sporthalle. 200 Sportbegeisterte können hier in verschiedenen Areas gleichzeitig aktiv sein. Zahlreichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten nahmen auch Angelika Niebler, Mitglied des Europäischen Parlaments, und der Landrat von Ebersberg, Norbert Niedergesäß, nicht nur als Gast, sondern auch als Aktive an der Eröffnung teil. Gleich nach der Eröffnung testete Norbert Niedergesäß und Angelika Niebler die Freestyle-Arena. Bürgermeister Böltl zeigte, dass er nicht nur politisch zu hohen Sprüngen fähig ist. Die gesamte Politprominenz hatte riesen Spaß und zeigte großen Ehrgeiz in der Arena. Wirtschaftsförderer Tobias Schock zeigte auch bei großen Sprüngen gute Haltungsnoten. Auch Gerda Hausladen von der Verwaltung zeigte nach kurzem Training ihre sportliche Fitness. Total weg, gell, wenn der dann macht. Ja, vielleicht das. Das schaut sehr lang. Diesen Spaß auf den Trampolin hatten auch die Gemeinderätinnen Stefanie Jürgens und Andrea Haas. Auch Bürgermeister Böltl zeigte hier nochmal seine volle Dynamik bei besten Haltungsnoten. Ja, die Max Arena in Heimstetten ist eröffnet. Riesenprogramm, tolle Halle, kann man sagen. Der Herr Wolfgang Estermann ist Geschäftsführer und Inhaber dieser Firma. Was gibt es alles heute hier bei euch? Ja, wir haben bei uns verschiedene Attraktionen. Wir haben die größte Trampolinanlage Münchens mit insgesamt 11 verschiedenen Trampolinattraktionen. Da geht es bei uns von der riesen Main Area zum Beispiel über den Sprungturm mit Airbag. Wir haben eine Rampe, wir haben einen Ninja-Parcours. Das ist immer auch der einzige Anbieter in München, der das auf alle Fälle momentan hat. Dann haben wir noch eine spezielle Kletter-Area, die Clip and Climb Kletter-Area. Das ist ein Konzept aus Neuseeland, das jetzt gerade Europa
erobert. Und da sind wir auch der Erste in Bayern, der das jetzt anbietet. Und in Zukunft kommt bei uns noch 3D-Schwarzlicht-Minigolf dazu und eine Lasermail-Spezialagenten-Area, in der man sich wirklich zum deinen James Bond ausbilden lassen kann. Das ist ja ein Riesen-Event, ein Riesenprogramm hier. Ich habe schon gesehen, ein paar Sachen sind dabei, da brauchst du aber schon ein bisschen Mut, wenn ich die Riesenrutsche dahinter, wie immer, das man die bezeichnet da. Traut sich da jeder? Jeder traut sich nicht, muss aber auch gar nicht. Wir haben ja so viele Attraktionen, dass man auch nicht jede mitmachen muss. Aber klar, die Leute entwickeln sich. Das ist ja auch gerade unser Ansatz, dass man auch nicht im Endeffekt alles ganz einfach macht, sondern man soll ja aus der Komfortzone raus. Man soll sich auch entwickeln können. Das haben ja damals schon die alten Griechen gesagt. Körper und Geist ist eine Einheit. Und wie soll der Geist funktionieren, wenn der Körper sich nicht mal wirklich entfalten kann? Und wenn man jetzt hierher kommt, ich sehe, da laufen eine Menge Leute, so Fitnesstrainer rum. Das Ganze kann man unter Anleitung machen, dass man es auch richtig macht und dass man es auch lernen kann, oder? Also heute sind unsere Trainer, die wir in der Fläche haben, sind einfach Aufsicht sozusagen, dass die Leute auch die Sicherheitsregeln einhalten. Wir sind aber in Kürze dran, dass wir wirklich ein Sprungprogramm anbieten, wo man auch richtig Trampolin springen unter professioneller Aufsicht sozusagen lernen kann. Weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben da auch zertifizierte Trampolintrainer zum Beispiel, die das dann den Leuten beibringen. Und ich habe also auch gehört und gelesen, dass Trampolinspringen also unheimlich gut für den Körper ist, weil es alle möglichen Muskeln beansprucht. Und wenn man sieht, wie viele Junge dass da sind, das ist ja unglaublich. Ist das tatsächlich halt so ein Gesundheitsprogramm fast? Ja, muss man schon sagen. Das ist ja heute ein ganz riesiges Thema, dass die Leute sich eigentlich nicht mehr bewegen. Gerade bei den Kindern ist das ja klar, die hocken den ganzen Tag vor dem Fernseher oder am Handy dort oder am Computer. Und gerade das ist ja das Schöne, wenn die mal wirklich wieder rausgerissen werden, weg vom Computer, weg vom Handy. Und die können sich mal wieder richtig entfalten, können richtig Spaß haben, können richtig loslegen, können einfach richtig Gas geben sozusagen. Das ist wunderbar. Und jetzt einfach die Frage noch, kann man einfach kommen, muss man sich anmelden? Und wie läuft das Ganze ab? Gibt es Abos, gibt es Einzelstunden? Wie kann man das machen? Und vielleicht die Internetadresse dazu? Genau, wir haben eine Webseite unter www.maxarena.com, Max mit 2x geschrieben. Da kann man sich direkt anmelden, gibt es eine Anmeldemöglichkeit. Da kann man auch gleich bezahlen sozusagen und das Ticket buchen. Man kann 1 Stunden, 2 Stunden Tickets buchen, man kann ein Kombi-Ticket buchen. Da sind wir jetzt gerade dabei, dass man das online stellen, das ist dann eine Stunde Trampolin springen, eine Stunde klettern. Und dann kann man loslegen. Also wie gesagt, man kann das Ganze buchen online, man kann aber auch einfach vor Ort vorbeikommen, wenn man sagt, man hat jetzt kein Computer nicht zur Hand. Und bis jetzt konnte immer jeder rein. Wir haben eine riesige Anlage. Bei uns können 200 Leute gleichzeitig springen. Also wir wünschen auf jeden Fall gutes Gelingen, viel Spaß, möglichst viele Gäste hier bei euch und ja, so wie es ausschaut, alles Gute weiterhin. Ich sage vielen, vielen Dank und ich lade alle Gäste ein, herzlich bei uns ihren Spaß zu haben, loszulegen beim Trampolinspringen und beim Klettern.